So Leute, moin, herzlich willkommen, neue Folge. Neue GoPro, 12er GoPro. Wir haben ein ganz großes Problem, Leute. Und ich sehe das schon kommen jetzt hier wieder. Ich finde meine Tasche für die Mikrofone nicht mehr. Mann, ey, ich bin letztens doch nachts mit einem Häcksler angekommen. Und ich weiß nicht, ob ich die irgendwo hier unterwegs verloren habe in meinem Rucksack. Ich habe ja hier meinen Filmrucksack quasi, da ist ja mein Filmequipment immer drin. Und da finde ich einfach nicht diese Box mit den Puscheln drin. Für quasi die Dead Cat für die Windgeräusche. Und jetzt gehen wir gleich raus und wir werden Windgeräusche drauf haben. Und das nervt mich jetzt schon. Wir haben heute den 17. Oktober. Wir sind jetzt in den letzten Zügen von der Weizenaussaat. Ich habe ja nach dem Grubbern, habe ich ja erstmal nicht gedrillt, weil ja, das hat wochenlang nicht geregnet. Das war einfach nur im Staub rumgegangen. Und danach kam ja Regen, hätte man machen können. Danach wäre Regen gekommen. Weiß man vorher mal nicht. Weiß man vorher mal nicht, bevor man denn dann einen schlechten Feldaufgang riskiert, weil das einfach nicht aus dem Boden kommt, ist ja auch nicht gerade geil. So, ich habe ja dafür ein Pronto gemietet, aber das kann ich euch noch zeigen. Hier, mein Nachbar, während ich hier gegrubbert habe, hat mein Nachbar hier gedrillt. Der hat nur gescheibt und gedrillt und da kommt der Weizen jetzt raus. Da seht ihr das? Also, es wäre schon gegangen. Hinterher ist man immer schlauer. So, wir drillen heute hier auch noch ein bisschen Versuchssaatgut aus. Das ist jetzt erstmal hier mein Rest LG Spektral, den ich jetzt hier habe. Wie gesagt, wir haben ja hier eine Pronto zum Drillen. Und ja, Detlef fährt die Drillmaschine. Hier stand Mais. Und ja, zum Thema, was ich euch sagen kann, was auch gerne gefragt wird. Fusarien im Mais. Ja, da hast du doch so einen hohen Fusariumdruck jetzt nach Mais. Und wenn die Stoppeln nicht unter der Erde gepflügt sind, ehrlich gesagt, Leute, konnte ich das noch nie feststellen. Und auch im letzten Jahr im Direktsaat Mais, wo die Stoppeln an der Oberfläche sind, ist Don null. Ohne Ehrenbehandlung. Und über alle Jahre, ehrlich gesagt, konnte ich nicht feststellen, dass überhaupt ein Fusariendruck nach Körnermais vorhanden ist. Denn unten im Stoppel ist kaum Fusarium. Also wenn, ist er ja am Kolben. Und wenn, sind es vielleicht Erntereste beim Kolben, aber ansonsten ist da nichts los, um ehrlich zu sein. So, ich habe einen Spaten mitgenommen, damit ich hier ein bisschen im Boden, muss ich hier nicht mit meinen Fingern umherwühlen. Und ja, das ist so der erste Punkt, der immer gerne gefragt wird. Ansonsten muss ich mich nach Silomais immer beeilen, weil 20. Oktober oder 17., das ist bei uns schon relativ späte Saat hier, der ist dann schon nicht mehr so ertragreich. So, holen wir uns mal den Spaten. Ich hoffe, das geht mit dem Wind, sonst müssen wir, wir schicken das ja öfter mal schon mal durch den Filter durch. Stäbe habe ich mir auch mitgenommen und Handschuhe habe ich auch dabei. Und hier Mini-Handschuhe. Ich war nämlich gestern mit dem kleinen Mann Kastanien sammeln. Keiner zahlt so gut wie Opa. Obwohl gestern Opa einen ganz schön schlechten Wechselkurs angeboten hat. Jo. Und dann müssen wir ja noch die Sonnenblumen dreschen. Und ja, Leute, erst bei Maishäckseln war nur Sonne, ganze Zeit, da waren die vielleicht noch nicht ganz reif, aber da hätte man parallel das machen müssen, wie auch immer ich das machen soll mit drei Leute. Und jetzt regnet es jeden Tag, nicht viel, 1-2 Millimeter, aber es regnet jeden Tag. Boden ist schön feucht, wie ihr hier seht. Wir haben ja hier gegrubbert, um die ganzen Bodenwellen und alles wegzubekommen. So, gucken wir mal. Ein bisschen Saatgut habe ich auch eben ein bisschen an der Oberfläche gesehen, ob wir hier was... Wir haben jetzt hier das neue, ich glaube, das ist ein neues Pronto-Modell, es sieht ziemlich neu aus. Aber weiß nicht, was die Jungs von Horschig da beim Abdrehen und beim neuen Interface gedacht haben. Da waren sie eben, da ist die Saat. Hier. Was die sich dabei gedacht haben, Leute, das verstehe ich ja gar nicht. Da ist die Saat. Ja, 3 cm ungefähr. Der Boden sackt ja noch ein bisschen. Also das verstehe ich gar nicht. A, ist da jetzt beim Abdrehen da unter so ein schwarzes Teil, was man ausbauen muss, damit man abdrehen kann. Und zum anderen tauscht man auch einfach nicht mehr diese Dosierwalzen, sondern man muss die Dosierwalzen umstecken. Das fühle ich auch nicht. Also gefühlt ist das ein Rückschritt. Und denn das Interface zum Abdrehen, ja,
beziehungsweise generell Bedieninterface. Ich meine, das alte sah zwar ein bisschen altbacken aus, aber beim neuen, das ist ja, das spricht ja gar nicht mehr an. Also ich will jetzt hier mal nichts kritisieren, muss euch das nochmal von innen zeigen, aber ansprechend ist das mal gar nicht. So Leute, hier mal ein Blick auf das neue Interface. Ich verstehe es nicht. Ich fühle es auch gar nicht, auch wenn es hier wahrscheinlich jetzt mehr Funktionalitäten gibt als sonst wie wo vorne. Aber das sieht für mich nicht ansprechend aus, um ehrlich zu sein. Einfach nur ein graues Display. So, wie haben wir das denn nochmal gefunden, wo wir abdrehen? Ich glaube hier. Dann glaube ich hier. Und dann glaube ich, gibt man erstmal die Mengen ein in dem Tank, die man gerne hätte. Naja. Jetzt teilen wir es wieder auf zwei Tanks auf. So, dann hat man hier noch Restmengen, wenn man Restmengen eingeben möchte. Könnt ihr gerne was dazu schreiben, für mich ist das komplett neu. Was sagt ihr dazu? Ansprechend oder nicht so ansprechend? So, wir haben jetzt auch Dosierer drin, da können wir nur maximal 9 km/h fahren, das ist auch ein bisschen blöd. Aber wir wollten die jetzt nicht nur aufwendig umstecken, zumal wir jetzt nur noch hier ein bisschen Restmenge drin haben. Habt ihr gesehen? So wird Weizen gedrillt. So. Haben wir uns damit auch beschäftigt? Ja, also der kalte Weizen, das ist schon verrückterweise, gab es heute Nacht auch schon den ersten Frost. Das hatten wir schon ein paar Jahre nicht mehr, das war aber früher gang und gäbe. Um ehrlich zu sein, haben wir ja normalerweise immer so um Anfang Mitte Oktober erst unseren Mais gehäckselt. Weil wir sind ja eigentlich ein bisschen kühler, so 250er, der war jetzt erst reif. Der 250er war dieses Jahr schon Tabak, Ende September. Also schon ein krasser Unterschied. Und dann war das üblich, dass der auch nochmal Frost auf den Deckel gekriegt hat am Rand. So. Und ja, was soll ich euch sagen? Das hat sich schon ein bisschen geändert die letzten Jahre. Aber zwischendurch gab es auch mal Jahre, da haben wir am 20. September angefangen. Also mal so, mal so. Jetzt habe ich da meinen Spaten stehen lassen. Der da. Was ist denn da los mit dir, Hannes? Wollen wir mal holen gehen. Und zack, Leute, sind wir am Sammeln-Dreschen. Ich habe jetzt 2,7 Tonnen gedroschen, eben mal fix, auf die Schnelle. Aber halt bloß an. Leute, ist das ein Tag? Ist das hier eine Problematik mit dem Schneidwerk? Ich habe gedacht, wir können ja meinem Schneidwerkswagen da so quasi anpassen und vielleicht ein bisschen andere Kufen unterbauen oder irgendwie sowas, dann kriegen wir das schon hin. Aber man muss sagen, dieses Schneidwerk ist komplett anders konstruiert, einfach unten, wie das liegen kann und muss. Da habe ich mir einen Tieflader besorgt, eigentlich Anfang letzter Woche schon, aber dann kam ja so viel Regen. Und der meinte beim Tieflader, ja, gar kein Problem, hier 10 Meter Schneidwerk geht ohne Probleme. So, haben wir das abgeholt, jetzt ist der Tieflader nur 8 Meter. Ich sage, ja, wie soll denn das gehen? Hinten ist die Anfahrtrampe, vorne geht nicht so weit über. Dann kommt der Dings, der Trecker, ja, ach so, ja, ja da müsst ihr die Rampen abbauen. Oh, da haben wir einen halben Tag da die Rampen abgebaut und jetzt hat darauf gepackt mit, dann halt draufgelegt, mit dem Telelader raufgepackt, angezurrt, dann hier hergekommen quasi. Das ging aber schnell, als wir das dann nachher alles hatten. Hier hergekommen, da auf Paletten abgelegt, damit ich das mit dem Dings nehmen kann. Ich habe mir das nicht so schwierig vorgestellt. Für alle als kleiner Reminder, ich habe das Teil hier zum Testen quasi, zum Videos machen und gucken, ob das auch was für mich ist und gucken, ob man das so machen kann. Deshalb habe ich halt keinen Schneidwerkswagen quasi dafür, weil man muss ja auch erstmal gucken und ich kann ja nicht für alle Eventualitäten, die hier mal so auf den Hof kommen, immer alles parat haben. So, aber das hat mich jetzt tatsächlich vor eine große Herausforderung gestellt, weil das auch so riesig ist, das Teil. Wenn es nur 9 Meter wären, aber das Ding ist ja jetzt irgendwie 10,60 Meter oder so und 9 Meter effektiv und Leute, war das ein harter Tag, ey. Bis jetzt. Jetzt haben wir 16.11 Uhr, jetzt haben die Jungs natürlich, mussten jetzt auch noch ihre Transporter anhängen. Heute Morgen, wir haben den Hanf dann aus der Trocknung geholt. Detlef hat noch fertig gedrillt. Und jetzt sind wir hier. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal an hier, das Ganze.
Aber richtig schön saubere Ware auf jeden Fall und schön große Körner. Haben ganz leichte Streifen, obwohl es keine gestreiften sind. Sind auch schön schwer, kann ich euch sagen. Also normalerweise sind die immer ein bisschen leichter. Machen wir jetzt gleich mal eine Probe. Was jetzt aber ist, hier vorne war ein Blech. Und dann haben wir abgeschraubt, damit wir mit dem Tellader mit Palettengabel quasi da untergehen können. Und jetzt schmeißt er halt die Köpfe raus. Und dann habe ich Detlef noch angerufen. Ich sage, Detlef, wir haben das Blech beide vergessen. Ja, bring ich dir mit. Naja, jetzt muss ich halt mal kurz aufs Blech warten. Und hab den Korntank jetzt hier, da nicht ganz voll, aber schon ein bisschen, 3,7 Tonnen im Durchschnitt, zeigt er jetzt hier an, am Vorgewende quasi. Könnten Vierer werden, könnten 4 Tonnen pro Hektar Sonnenblumen werden. Die stehen echt gut, große Körner, schön sauber, schwere Körner, besser als letztes Jahr. Und dann drehen wir mal einmal ab hier. Aber ich hab doch jetzt ein neues Standbein, Leute. Hä? Aber das ist doch nicht geil gemacht. Nee, das ist doch nicht geil gemacht. Das schmeiße ich auch wieder weg. So, und drehen wir mal zusammen. Also, es hat jetzt hier tagelang ja quasi immer wieder geregnet, jeden Tag. Jetzt nutzen wir einfach überhaupt Wetter, wo man fahren kann. Das wird nicht trocken sein. 17, 18%, 19, 20, OL4. Das ist überraschend. Das ist jetzt aber echt überraschend, weil das hat vorgestern geregnet, ist auch total kühl und nass. Das soll auch ab morgen wieder regnen. Und ich wollte jetzt heute die 30 Hektar hier abmachen, dann müssen wir nochmal zu den 40 umsetzen. Das wird nochmal eine Tortur. Naja, aber sieht ja wirklich gut aus. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Aber der Drescher zeigt auch schon 12 und 13 an und da habe ich gedacht, na, das kann ja nicht stimmen. Das könnte ja nicht sein. Aber muss ja. Das ist jetzt mehr als überraschend, sage ich euch ganz ehrlich, Leute. Gleich kommen Lisi und anderen vorbei. Und natürlich, Leute, heute ist der 18. Oktober, morgen der 19. Alle Zeichen stehen auf Arbeit. Wie soll es auch anders sein? Mann, was wünscht man sich nicht so schön in? Einfach nur arbeiten am meinem Geburtstag. Jedes Jahr. Gab es noch nie, ich weiß nicht, in den letzten 12 Jahren gab es keins, wo ich nicht gearbeitet habe. Wenn ihr euch fragt, was will er denn sonst machen? Och, ihr könnt schon was gefunden. Wir haben mit Anton so baden gefahren. So, da kommt Svenny, dann müsste gleich mein Blech kommen, dann schraube ich das an und dann geben wir Gas und dann muss ich nochmal Lisa überreden, dass sie mir meine Drohne holt. Ich habe meine Drohne zu Hause vergessen. Naja, was heißt das? Ich habe hier kaum Equipment. Ich habe nicht mal Livestream-Equipment mit, weil ich heute so von der Gesamtsituation angenervt bin. Könnt ihr euch vorstellen hier überhaupt, dass wir was zustande kriegen? Wir hätten schon ab heute Morgen dreschen können. So, dann nehme ich euch mal mit. Also außenrum, Leute, stand der Bestand wirklich hervorragend. Aber im Feld an sich sieht es jetzt gar nicht mehr so rosig aus, um ehrlich zu sein. Also gefällt mir eigentlich gar nicht, weil das ultra dreckig ist. Also die Melde ist da so doll durchgekommen. Wie kann das zusammenliegen? Ja, außenrum schön sauber. Da hatten wir kein Körnermais, sondern Silomais. Weggehäckselt, hast halt blanke Oberfläche. Damit wirken halt Bodenherbizide vernünftig. Und hier bei Körnermais hast halt lauter Stroh an der Oberfläche. Und überall, wo halt irgendwas bedeckt wird, funktioniert das nicht mehr. Und das muss man sagen, ist schon ehrlich schade. So dreckig habe ich die Sonnenblumen noch nie gehabt. Das Problem ist, bei den Sonnenblumen hat man die Möglichkeit, nach der Saat quasi unmittelbar nur zu spritzen, also im Vorauflauf. 3 Tage nach der Saat maximal. Und wenn das nicht richtig wirkt, weil eventuell das Ganze zu trocken war, der Boden halt nimmt es nicht auf, dann hat man alle Karten in der Sonnenblume verspielt. Es sei denn, man baut Pointer-resistente an, also gegen einen bestimmten Wirkstoff. Tebuconazol. Müsste ich nachgucken. Wie der Wirkstoff genau heißt. Pointer heißt das Mittel dazu. Und das kann man halt nochmal fahren, quasi, wenn die Pflanzen sehr jung sind und kriegt dann nochmal sowas wie Melde zum Beispiel weg. Und das ist für mich sicherlich in Zukunft, ja, wenn man dieses macht mit Strip-Till und wenig Bodenbewegung und da gar nicht an der Oberfläche, kommt man quasi nicht drum rum,
eher auf Blattherbizide zu gehen als auf Bodenherbizide, weil die Bodenherbizide, die, das funktioniert nicht gut mit der Organik an der Oberfläche. Das muss man ja ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch bei 3,4 Tonnen auf dem Hektar Durchschnitt, was immer noch ein solider Sonnenblumenertrag ist. Aber wären halt 4 Tonnen drin gewesen, sage ich euch ganz ehrlich. Gut, ist jetzt ein Stück von 4 insgesamt. Und ich glaube, das Beste kommt auch am Ende noch zum Schluss. Auf jeden Fall, eins kann ich euch sagen, mit dem Sonnenblumenschneidwerk drescht ihr maximal sauber. Es ist ja einfach so, du hast vernünftig Masse in deinem Korntank, Quatsch, in deiner Maschine, wodurch das Dreschen und Abscheiden halt richtig, richtig gut funktioniert. Das funktioniert ehrlicherweise mit einem Maispflücker nicht ganz so gut, weil du halt deutlich weniger Material dadurch bekommst und hier hast du halt nur die Köpfe und nicht irgendwie noch Stielteile. Dadurch kriegst du das ja um einiges besser abgeschieden und gereinigt und auch gerade der Durchsatz, muss man sagen, und die Hektarleistung ist mit einem Sonnenblumenschneidwerk in einer ganz anderen Liga als mit einem Maisschneidwerk. Weil hier hast du 9 Meter, fahr die ganze Zeit eigentlich zwischen 7 und 9 km/h. Ich will nochmal wegwinken hier. Zwischen 7 und 9 km/h, ich dresche jetzt die ganze Zeit immer um die 25 Tonnen in der Stunde. Moment, ich nehme die Kamera gleich ab und zeige euch das. Also, da habt ihr den aktuellen Ertrag, aber das kann ich euch auch hier zeigen. Also 3,3 knapp ist der Ertrag. 10 Hektar haben wir jetzt weg, 33 Tonnen. 10,9, also ist auch ein bisschen trockener geworden. Da ist der momentan und da seht ihr ungefähr meinen aktuellen Durchsatz. Und das, ja, kann sich eigentlich sehen lassen, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, New Holland hat ein bisschen wenig Luftauslässe im Holm machen müssen oder mehr. Es beschlägt immer. Abends fangen immer an, hier die Scheiben zu beschlagen. Musst du lüften wie ein Wahnsinniger. Aber hier unten stand es ganz gut. Da unten habe ich eine kleine Ecke liegen lassen. Hier bei uns ist der Biber heimgekehrt. Hier vorne ist ein Graben, da staut er was an. Und ich weiß nicht genau die Ecke, ob ich da reinkomme. Und ich wollte nicht als erste Maßnahme einmal außen rum und wir hatten euch schon so einen schwierigen Tag. Ich wollte mich nicht festfahren, um ehrlich zu sein. So, das Schneidwerk ist ja ein Capello Helantius, heißt das. 9,4 steht dran. Also 9,40 Meter ist es ohne Probleme. Wir haben ja 9 Meter am RTK eingestellt. Geht problemlos im Autopilot. RTK. Aber seht ihr, wie meldelastig und nesterartig das hier ist? Das gefällt mir überhaupt nicht. Und ihr seht, da sind die Pflanzen halt auch klein. Da irgendwann kommt ja noch Wildschaden dazu. Und gut, hier ist halt akute Sandkuppe. Aber das ist das, was mich überhaupt nicht zufrieden macht gerade. Dieser Bestand. Aber das ist und bleibt in den Sonnenblumen halt mega schwierig, aber das werde ich nächstes Jahr auch die Sorten tauschen. Hier im Bestand dreschen wir gerade übrigens LG. Außenrum war Marsseeds. Die LG ist noch müh früher als die Marsseeds. Die 81K hatten wir letztes Jahr auch schon. Die hat auch gut performt gehabt. Habe ich wieder genommen. Ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Sorte. Ich achte inzwischen eigentlich darauf, dass sie maximal früh abreifen. Darum geht es mir hauptsächlich. Ich glaube, man hätte die auch wahrscheinlich, also wir hätten die auch so ein bisschen dreschen können, während wir Mais gehäckselt haben. Geht nicht, können uns nicht zerteilen. Und jetzt machen wir das quasi jetzt. Mein umgeknickt ist noch nichts, wie ihr selber seht. Da ein bisschen am Rand war, vielleicht ein bisschen vom Sturm. Und nasse Füße mag Sonnenblume auch überhaupt nicht. Aber sie ist halt trocken. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir brauchen halt nur noch ein bisschen im Prinzip nachtrocknen. Das schmälert halt die Kosten enorm. Es staubt auch übelst doll. Weiß ich nicht. Nee, kann ich euch leider nicht zeigen. Müssen wir gucken, wenn wir gleich umdrehen. Und dann können wir es gleich nochmal an der Seite heften. Ja, ich habe ja leider auch mein Equipment für den Livestream vergessen. Nicht, aber nicht mitgenommen. Das war mir heute alles zu viel.
Wollte unbedingt schaffen und meistens an Sonntagen funktioniert das Equipment dann auch wieder nicht richtig und dann musste dich eigentlich darauf konzentrieren und das will ich nicht, weil in erster Linie steht immer hier noch die Landwirtschaft und der Ackerbau im Fokus und das ist auch wichtig, dass wir das jetzt hier runterholen. Morgen soll es schon wieder regnen, Leute. So. Ich habe schon den Korntank gezeigt, aber es ist ein bisschen dreckig. Da könnt ihr nicht so viel sehen, ne? Auf jeden Fall kommt da gut schnell was zusammen. Was wollte ich euch jetzt eben noch zeigen? Kann doch eigentlich die Kamera wieder zur Seite hängen, oder? Ja, wie dreckig das aussieht. Also das ist, das weiß ich nicht. Das sagt mir gar nicht zu, ey. Hat man auch vom Weg auch überhaupt nicht gesehen, dass es so doll war. Auch nicht aus den Erntemaschinen. Da hat man das gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil man gedacht hat, ja, ein paar Meldestrom gucken da durch. Aber wenn man das dann nachher jetzt hier von oben sieht, das sieht ja wirklich katastrophal aus. So. Häng ich euch mal wieder an die Seite, wa? Ansonsten drische ich das echt gut. Ich habe halt hier vorne eine kleine Haspel, mit der kann ich so ein bisschen arbeiten, die ihr da gerade so ein bisschen dann einführen seht. Die kann ich eh aus der Kabine hoch und runter machen, kann natürlich die Geschwindigkeit von der ein bisschen einstellen. Am Anfang hat sie so ein bisschen Köpfe geworfen, so raus. Da habe ich mal geschrieben, jo, wirft ein bisschen mit Köpfe, woran kann liegen, ja. Fahr mal Haspel ein bisschen langsamer, mach die mal ein bisschen höher und tatsächlich funktioniert das jetzt richtig, richtig gut. Die Stängel sehen auch alle ziemlich gut abgeschnitten aus. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel beim Sunspeed von Klaas, da war es so, da hat man das so eher gerupft gesehen und hier sind die Köpfe richtig schön geschnitten. Was, glaube ich, einen persönlich auch mal ein bisschen beruhigt, weil wenn es so gezogen ist, weiß man direkt, da fliegen Körner mit raus. Naja, immer 3 Tonnen auf dem Hektar, 3,5 Tonnen auf dem Hektar. Gibt's Schlimmeres. Aber ich glaube, in so einem Jahr wie diesem wäre echt deutlich mehr drin gewesen. Aber das mit nach Körnermais, das muss ich quasi ja auch erst lernen. Das war zum ersten Mal überhaupt Striptill nach Körnermais. Und was da so eher verrissen hat, muss man ehrlich sagen, war meine Oma EDX, die das da nicht hingekriegt hat, eine vernünftige Saatgutablage hinzubekommen. Und das lag hauptsächlich eigentlich an Düngerschar. Weil das Düngerschar hat immer diese Organik vor sich hergeschoben, diese Stiele vom Körnermais. Und das Ganze hat so kleine Dämme gemacht und deswegen hat das auch so ein bisschen die Saatgutablage letztendlich beeinflusst. Aber inzwischen können wir es nicht mehr ändern, Leute. Das ist das an der Landwirtschaft. Wir können das immer nur gucken, was haben wir gemacht, was können wir nächstes Jahr besser machen. Und ich kann euch auch sagen, wir haben ja auch super viel Zuckerrübenanbau hier in der Region. Und die Zuckerrüben dieses Jahr auch alle so ein bisschen voller Melde. So richtig blendend sauber habe ich so keine richtig gesehen. Also nicht unmittelbar in meiner Nähe. Und das ist eigentlich auch schon immer ein Indikator, wie schwierig das war. Da hast du ja doch deutlich mehr Mittel und Möglichkeiten. Ja, wir wollen da drüben das Stück eigentlich auch noch mit abnehmen. Dass wir vielleicht morgen früh doch noch zum anderen Stück umsetzen können und dann letztendlich vielleicht das alles doch noch besser abkriegen, bevor der große Regen einsetzt. Weil ich glaube, es hat so wenig geregnet, dass das noch nicht richtig in den Sonnenblumenkörben ankam. Also schon am Stroh, ja, aber noch nicht richtig an den Körben, weil anders kann ich mir jetzt hier keine 10 und 11 und 12 Prozent erklären. Ehrlicherweise muss man sagen, hatten wir jetzt schon 2 Frostnächte. Dann diesig,
regnerisch, also nicht so, dass man sagt, ja, das hat getrocknet, das war richtig schön. So Leute, genug gequatscht. Tut mir übrigens leid, ich habe meine Drohne zu Hause vergessen. Das tut mir leid. Aber ich versuche das da morgen hinzukriegen. So Leute, die ersten 17 Hektar sind weg. Und jetzt haben wir noch mal 15 hier vor uns. Die würden wir auch noch gerne wegmachen. Wird natürlich schon früh dunkel. Dreschen geht ohne Probleme. Also ich glaube, Sonnenblumendreschen ist auch etwas, was man auch so die ganze Nacht durchmachen kann, weil ja, hast du halt kein Stroh, was klamm wird. Sonnenblumenstroh ist ja sehr brüchig. Und dann geht los ins nächste Stück rein. ...3,2 Tonnen hat das Stück eben gebracht. Ja, ist nicht schlecht, ist aber jetzt auch nicht gut. Ich habe schon mit 4 gerechnet eigentlich, aber das hat mir jetzt die Verunkrautung gekostet. So, mal gucken, was er hier sagt. Aber 3 sind wir schon mal. Ich denke, außenrum ist hier wieder sauber. So wie beim anderen Stück auch. Ja, da stoppt es sich rein. Hier übrigens richtig, richtig sandig, das Stück. Werden wir sehen, wie gut das hier so performt. Angeblich etwas feuchter. Hä? Und das rutscht hier nicht rein, das kurz kleine Zeug? Manchmal ist mir aufgefallen, wenn man zu flach abschneidet, dann kommen anscheinend nicht die Stängel bis zum Ende durch gegen die Messer, sondern werden irgendwann rausgezogen und hängen in der Luft. Und dann sammeln sich diese Büschel auf, wie wir eben hatten. Na, sauber sind sie. 3,4 Tonnen auf dem Hektar. 3,5. Ihr seht das jetzt, hier wird es so ein bisschen schräger. Hier unten ist der Boden so ein bisschen anmaurig dann nachher. Da werden die so schon so länger. Also da sind die immer ohne Probleme 2 Meter, 2,50 Meter so in diesem Moorzungen. Aber so richtig sind die da nie standfest. Also, weil ich da auch sehe, da haben die auch immer, da hat man auch wenn denn auch immer mal ein bisschen Sklerotina-Befall. Naja, aber 4,5 Tonnen auf dem Hektar hier. 4,1. Du hast eigentlich die ganze Zeit gut gemäht hier. Aber jetzt sind hier wirklich sehr kleine Pflanzen. Hier ist so ein bisschen so eine kleine Senke. Ach, schon wieder. Also so oft wie eben hatten wir das eben am ganzen Tag noch nicht. Also dieses, ich hatte jetzt 4 Mal oder 5 Mal, dass da sich Pflanzen drin verhakt haben. So, hoffentlich sind die hier ein bisschen sauberer. Aber eigentlich am selben Tag gespritzt gehabt. So. Entweder müssen wir jetzt die Haspel mal ein bisschen tiefer nehmen oder wieder ein bisschen höher. Wollen wir doch mal gucken, was hier los ist. Oder ich fahre die Haspel mal wieder höher. Nämlich eben der Meinung gewesen, probiere doch mal wieder weiter runter zu fahren mit der Haspel. Weiß der Geier, warum ich das mit Mal dachte. Klemmt sich schon wieder was da rein. Ist da nicht eine Möglichkeit? Was ist denn verkehrt mit euch hier, mit euch Sonnenblumen? Wenn es immer ein und dasselbe Schiffchen wäre, dann könnte man auch sagen, ja, dann klemmt da irgendwo ein Ast drin, deswegen schneidet der es nicht ab. Aber es sind immer wieder verschiedene Schiffchen. Ja, Leute, ich fahre jetzt hier erstmal einmal rum und dann schauen wir mal, wie es hier vorankommt. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Speed hier. Die Pflanzen sich alle ein bisschen
besser abschneiden lassen, damit die so eine gewisse Geschwindigkeit haben, die dass sie reinkommt. Kann auch sein, vielleicht bin ich zu langsam gefahren. Ich meine, ich habe ja noch nicht ein paar tausend Hektar Sonnenblumen auf dem Puckel, von daher kann ich das auch alles noch nicht wissen, ne? Bis dahin, Leute. Ja, Leute, anscheinend kann man Sonnenblumen nicht die ganze Nacht dreschen. War meine Vermutung. Aber tatsächlich, die Körner wurden jetzt klamm. Bis auf 17%. Und vor allem, die sind überhaupt nicht mehr ins Schneifwerk reingerutscht. Da an den Spitzen, überall blieben die hängen. Mein kleiner Anton hier hat vorhin auf dem Koffer gesessen. So. Sieht gut aus, ne? Geht ab. So, jetzt müssen wir das hier stehen lassen. Nützt ja nicht. Aber ging ganz gut. Ich kann euch den ersten Tag mal hier zeigen. Ja, wir haben jetzt hier 3,2 Tonnen auf dem Hektar, 18,4 Hektar. Feuchte 10% haut jetzt aber aktuell nicht hin. Das ist, weil jetzt halt nichts drin ist, quasi. Feuchtmasse. Und dann, glaube ich, können wir erstmal zufrieden sein. Wenn die Verunkrautung nicht wäre, glaube ich, wäre ich noch zufriedener. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gibt es nochmal Drohnenaufnahmen unbedingt. So werden wir es machen. Schauen wir mal, was wird, Leute.